heute an diesem etwas regnerischen Tag, aber wir können ja ziemlich viel Regen jetzt gebrauchen hier in der Tissa, ein kleines Video von diesem kleinen Tissa-Kanal. Und das, die von der Natur her, würde ich sagen, ist die Tissa wirklich noch viel schöner als der Balaton. Und es gibt noch viel, viel unberührtere Gebiete hier. Wer angeln möchte, für den ist das ein absolutes Paradies sowieso. Und viele verschiedene Fischarten gibt es hier. Und vom Geschmack ist das wesentlich besser auch als der Balaton. Das jetzt nur mal so am Rande. Heute soll es um das Thema gehen. Wann bist du reich in Ungarn? Aus einem ganz bestimmten Grund erkläre ich euch das, aber dazu später. Jetzt erstmal zum Verständnis, dass ein Ungar, der 200.000 verdient, eigentlich im Schnitt 200.000 Forint, also mit 200.000 Forint in Ungarn bist du schon eigentlich so im ganz guten Mittelfeld. Natürlich gibt es auch viele, die mehr verdienen, aber auch erheblich viele, die nichts verdienen oder die viel weniger verdienen, gerade auf dem Land, weil dort die Möglichkeiten praktisch die nicht irgendwelche tolle Ausbildung haben, irgendwelche Hilfsarbeiten zu verrichten, sind wesentlich geringer als in der Stadt. Das heißt, man fällt dort schnell durchs soziale Netz und hat wirklich nichts und muss um das Essen kämpfen. Mal so, das mal zum Verständnis, weil viele von euch ziehen ja aufs Land und eben nicht in die Stadt. Dann ein Rentner, wenn der im Monat 200.000 Forint zur Verfügung hat, also 200.000 Forint nochmal, das sind nach jetzigen Wechselkurs ungefähr 500 Euro. Also davon reden wir. Ein Rentner oder ein normal Arbeitender, der 500 Euro im Monat zur Verfügung hat, auch als Rentner ist das eine sehr, sehr gute Rente. Jetzt müssen wir natürlich wissen, wie er dass die Ungarn das sehr klug gemacht haben. Das Wohneigentum haben sie alles nach der Wende privatisiert. Das hat dazu geführt, dass die meisten oder sehr viele Menschen in Ungarn Eigentumshäuser oder Wohnungen haben. Und da spart man sich natürlich mal einen großen Betrag monatlich. Das ist auch klar im Gegensatz zu Deutschland, wo der europäischer Spitzenreiter dafür ist, an Mietwohnungen. Also ihr müsst die meiste Geld wahrscheinlich dafür ausgeben oder eben dann für Kredite. So, jetzt kommt ihr aber. Und deswegen sage ich euch das Ganze, kommt ihr nach Ungarn und vor dem Hintergrund dieser unterschiedlichen Gehälter geltet ihr natürlich als reich, auch der nur 1.000 Euro im Monat zur Verfügung hat. So, und natürlich der Ungar berücksichtigt nicht oder im Kopf ist es natürlich nicht verankert, dass ihr viel weniger Wohneigentum habt und die Ungarn viel mehr Wohneigentum. Das heißt, ihr kommt nach Ungarn, einfach ein deutsches Nummernschild. Und ihr seid damit reich. Und deswegen würde ich euch empfehlen, wirklich auch so vor diesem Hintergrund so euch so in Ungarn zu verhalten. Ich weiß ja, dass viele Deutsche eben für euch ist das dann die Qualität der Häuser, seht ihr irgendwelche Nebengebäude, die sind nicht mehr im guten Zustand, aber der Ungar würde sie halt doch immer renovieren und verwenden und ihr würdet sie vielleicht abreißen. Und das solltet ihr eben berücksichtigen, damit ihr einfach, weil ihr mit Leuten zu tun habt, die viel ärmer sind eigentlich als ihr, damit ihr nicht dort schlecht auffallt. Und natürlich in Ungarn, das ist das Gute, ihr werdet, habe ich ja auch schon mal ein Video darüber gemacht, ihr werdet dort nicht an jeder Ecke angepumpt, um Geld gefragt und so weiter, obwohl wir haben einige auch in die Kommentare geschrieben, dass sie von den Nachbarn eben dann gefragt wurden, für Geld und so weiter. Aber ich denke, das sind mittlerweile wirklich Ausnahmefälle. Das ist nicht mehr die Regel. Also ihr werdet euch nicht um Geld gefragt, aber es geht natürlich so um das Auftreten, dass sie nicht denken sollen, okay, da kommen die reichen Deutschen, weil das widerspricht ja oder spiegelt sich meistens ja auch nicht mehr die Realität wider. Also da würde ich wirklich ein bisschen aufpassen. So ist es bei den Ungarn halt im Kopf. Und es gibt diese verschiedenen Einkommensstufen und wie gesagt mit 500 Euro, 200.000 Forint in Ungarn ist das schon wirklich ziemlich ordentlich. Ja, das wollte ich euch mal mitgeben. In diesem Sinne, schreibt mal darüber, was ihr für Erfahrungen gemacht habt in Ungarn. Ob ihr auch denkt, die Leute würden denken, ihr seid reich und wie ihr damit umgeht. Alles klar, in diesem Sinne, liked das Video, abonniert den Kanal, macht's gut aus Ungarn, ciao, ciao.